Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Zebras als Herbstmeister zu Gast in Groß-Asbach. Reitet Ennatz gegen den Asbacher Esel Andile zum Sieg. Undankbare Aufgabe für den MSV, denn es war Spiel 1 nach Oliver Zappel. Markus Lang als Interimscoach an der Linie. Der forderte von seiner Mannschaft Lauf, Wille, Kampf. Und das bekam er alles im Paket. Ein erster guter Angriff, der Gastgeber Behunek mit der Flanke und Martinovic köpft ein zum 1:0 für Groß-Asbach in der 5. Minute. Das Tor durch den Deutsch-Kroaten nach guter Spielverlagerung, dann Behunek mit einer feinen Flanke und Martinovic setzte sich da überraschend durch gegen zwei Mann im Luftkampf. Der MSV früh im Spiel überrumpelt, der Außenseiter in Führung. Und Groß-Asbach klotzte weiter rein, offensiv, aggressiv. Vlachodimos, eine gute Drehung, zack. Und dann im zweiten Anlauf der Pfostentreffer in der 18. Minute, fast das 2:0 für Groß-Asbach. Nach einer halben Stunde legte dann Duisburg aber zu und zeigte zunehmend seine spielerische Qualität. Daschner macht das gut und Szczepanik mit der Großchance. Aber Behunek bekam gerade noch ein Bein dazwischen. Kurz vor der Pause die beste Chance der Duisburger im ersten Durchgang. Halbzeit. Die 600 Duisburger Fans hofften noch. Trainer Lieberknecht war stinkesauer. Er war 5 Minuten bei der Mannschaft in der Kabine und hockte sich dann 10 Minuten fluchend auf sein Stühlchen. Freistoß, Stoppelkamp, 59. Minute. Erste gute Chance für Duisburg im zweiten Durchgang. Aber stark gehalten von Beule. Gegen Jena hatte er so noch ein Gegentor kassiert. Aber der Duisburger Druck wurde im zweiten Durchgang immer größer. Fehler dann von Poggenberg hier und Stoppelkamp reagiert ganz schnell und trifft 1:1, 77. Minute. Stoppelkamp erzündet wieder, er war 5 Spiele ohne Tor und jetzt traf er hier zum wichtigen Ausgleichssaisontor Nummer 12 für Moritz Stoppelkamp. Und jetzt natürlich psychologischer Vorteil für den MSV. Duisburg spielte nach vorne, Stoppelkamp rein in den 16er und dann Behunek, er schob seinen Körper in den Gegner. Schiri Haselberger gab keinen Elfer. Ich denke, man hätte ihn geben müssen. Noch eine Szene in der Nachspielzeit. Gibson hier mit der Sense gegen Budimbu. Schiri Haselberger gab bis dahin nicht eine gelbe Karte, aber hier gab er glatt rot und damit lag er richtig. Endstand 1:1. Wir sind sehr zufrieden, dass man von uns keine spielerische Glanzlichter erwarten kann. Das, denke ich, wusste jeder, war jedem bewusst. Aber was wir erwartet haben, war Laufbereitschaft, Kampf, Wille, Einsatz. Und das hat die Mannschaft über 90 Minuten abgerufen. Wir hatten schon die Erwartung, dass wir heute gewinnen. Oder wir wollten definitiv gewinnen. Wir haben auch voll auf Sieg gespielt. Ich denke, das hat man gesehen. Wir waren einmal unaufmerksam, beziehungsweise zweimal. Dann hatten wir einmal Glück gehabt mit dem Pfostenschuss. Ansonsten, glaube ich, gab es nur eine Mannschaft, die hier gespielt hat. Wir haben alles reingeschmissen. Leider hat es heute nicht zu mehr gereicht. Der MSV spielt 1:1 in Groß-Asbach, ist damit Herbstmeister und auch Wintermeister. Duisburg arbeitete sich zurück gegen aufopferungsvoll kämpfende Groß-Asbacher. Die holen einen Punkt als Mutmacher. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.